So, willkommen zurück bei Let's Play Anno 2070. Mein Name ist Riculum und ich begrüße euch zu dieser Folge Let's Play Anno 2070. Wir fangen dort auf, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben inzwischen die 5 Holz beisammen, laden sie jetzt halt auf unser Schiff und bringen sie auch gleich zu der Rodrigos, die sie haben, die diese haben wollte. Und dafür brauchen wir noch 5 Bauzellen. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Und ich habe anscheinend gerade nur... So, jetzt hat passt wieder. Und da fahren wir hin. Und bringen die wieder. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Ja, klar. Ich bin echt gespannt, ob Professor Devi damit die Virago wirklich entdeckt. Ich auch. Und ich hoffe es. So. Achtung. Produktionsstillstand. Ja, ja. Dann bringen wir es ihm per Highspeed Express. Nun, wie ist der Stand der Dinge? Ah, der 3D-Lokalisator. Daraus benötigen wir den Scanner, das GPS und das Synchronisierungsmodul. Ja, bitte sehr. Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung? Ups, das war jetzt ein Kick zu viel. Ja, klar. Gut. Ja. Und... dann kriegst du noch das von mir. Sie stellen Ihr Schiff tatsächlich der Wissenschaft zur Verfügung? Ja. Sie waren eine große Hilfe. Der Trimaran ist nun einsatzbereit. Es wäre mir eine Freude, wenn Sie das Kommando übernehmen und die Suchexpedition leiten. Danke. So, jetzt geht's... nur zu. Einfach den Abtauchen-Knopf drücken und schon geht es in die Tiefe. Keine Angst, Sie sind vollkommen sicher. Wow, jetzt geht's zum allerersten Mal für mich und für dieses Let's Play unter Wasser. Ich war noch nie dort. Also ich weiß auch nicht, was auf mich erwartet. Ich bin mal gespannt. Scout, Drohne, Suchroboter Typ 1503. Soll das Einspielung auf Anno 1503 sein? Wer weiß. Mal gucken. Die magnetischen Interferenzen, die unsere Kommunikation gestört haben. Virago könnte dafür verantwortlich sein. Geile Wir müssen das Phänomen mit der Scout-Drohne genauer untersuchen. Das ist sehr geil. Und ich glaube, ich habe... das ist... Hammer! Hier ist eine Insel. Oh, geil. Und hier haben wir auch ein Hotspot, nennt man sowas. Obwohl sehr... ein Hotspot ist eher ein unterirdischer Vulkan. Neue Insel geortet. Ein und... ach, das ist jetzt ein Unterwasserblock. Plateau. Scout-Drohne. Scan. Oh, wie geil. Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. Boah. So, wo noch? Neue Insel geortet. Hier hin. Lokalisiere Insel. So, da haben wir sie. Scan. Ich hab sie gefunden. Uah. Ist ja cool. Platsch. Interessant. Die Scout-Drohne registriert an dieser Stelle die größten Anomalien. Ich sehe sie doch. Ich kann sie doch sehen. Aber nein, wir müssen ja zur Vollständigkeit halber Zwecken müssen wir ja hier auch noch scannen. Dann neue Insel geortet. Highspeed. Scannen. Na. Scannen. Los, mach hinne. Die Analysedaten sind eindeutig. An dieser Stelle ist nichts Außergewöhnliches. So, das habe ich dir auch gleich sagen können. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Ja. In vollkommener Finsternis ist an die weitere Exploration des Areals nicht zu denken. Aber ich habe hier etwas, womit wir Licht in die Dunkelheit bringen können. Okay. Beeilung! Wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. Ach so. Ja, dann... fahren wir da doch gleich mal hin. Und zwar unter Wasser.
Ach, der kann... Achso, ich bin so nah dran. Okay, ja dann. Halt, ich glaube, ich habe... Ich glaube... Warnung. Produktion gestoppt. Was vergessen. Habe ich die schon aufgenommen? Beeilung, wir haben nur ein kurzes Zeitfenster. So, ah, jetzt habe ich sie. Gut. Gut, dann... Wo war das? Hier war das. Nee, doch nicht. Wo waren die? Wo ist die? Ah, hier. Hier ist sie. Dann beeil dich. Bringen wir die mal an. Und erleuchten das hier alles. So, schneller. Fertig. Die Virago. Endlich. Seit so vielen Jahren rätseln wir, was damals bei der Testfahrt geschah. Mit dem Datenlog aus der Arche werden wir dieses Geheimnis nun doch noch lüften. Okay. Gut. Okay, jetzt muss ich Sprengstoff und Kommunikatoren holen. Dann tauchen wir mal auf. Und fahren hier. Die Ölkatastrophe hat viel Schaden in diesem Sektor angerichtet. Könntest du mal nachsehen, ob unsere Maßnahmen greifen und sich das Ökosystem erholt? Ja. Wie mache ich das jetzt? Wenn Sie Unterstützung bedürfen, sind Sie hier richtig. Okay. Spiel gespeichert. Ah, Spiel gespeichert, finde ich gut. Dann komm mal her. Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Ja. So weit, so gut. Gehen wir gleich zur nächsten Phase über. Aber als erstes möchte ich hier scannen. Ah, unter Wasser. Ach so, ah, das ist, da muss ich das gar nicht machen. Das heißt, ich muss hier hinfahren. Untertauchen. Scannen. Lokalisiere Insel. Scannen. Dann muss ich hier rüberfahren. Neue Insel geortet. Nein, nein, abbrechen, abbrechen, abbrechen. Wieder untertauchen. Dorthin fahren, scannen. So, das kommt davon, wenn man zu oft auf Numplus drückt. Da fährt man auch viel zu schnell durch die Gegend. Okay. Ach, die Zeit im Flug vergeht. Ein paar Minuten haben wir noch. Dann müssen wir noch da oben hin. Hier hin. Und. Warnung. Produktion gestartet. Oh, ein Wal. Ein Wali. Da war gerade ein Wali. Aber von oben sehe ich den nicht. Vielleicht ziehen wir ja so nochmal irgendwann ein. So. Jawohl, jetzt können wir hier liefern. Da ist ein Wali. Können wir den. Aber unter Wasser ist der auf einmal. Wo ist der? Ah, ohoho. Oh, der ist aber riesig. Und da gibt es Texturenfehler. Blatsch. Einmal aufgeschnitten. Schön filetiert. Sag mal, so ein Schlachter? Was macht er? Nun, ich filetiere. Muhaha. Okay, jetzt komm mal schneller hier. Sag nichts. Du hast's geschafft, oder? Ja, wir haben wirklich mehr Glück als Verstand. Das Ökosystem ist immer noch belastet, aber deine Daten zeigen, dass sich die Natur erholen wird. Das finde ich gut. Bin eh so ein Öko-Freak. Zusatzantrieb. Das ist cool. Los, komm mal hierher.
Brumm, brumm. Diese Sprengladung ist äußerst sensibel. Schon gleich sehen wir, ob ich Sprengkraft und Wasserdichte in dieser Tiefe richtig berechnet habe. Ja, wollen wir hoffen, weil nicht. Wenn nicht, dann sehe ich alt aus, weil du mich dann in die Luft jagst. So, dann wollen wir die mal aktivieren. Spektakuläre Unterwasser-Action. Der empirische Beweis, dass ich recht hatte. Boom. Das okay. Da. Ach, jetzt habe ich den schon wieder weggedrückt. Aber ich muss den einfach nur aktivieren. Ich wollte eigentlich die andere Sprachmeldung wegklicken. Jetzt habe ich die falsche weggeklickt. Och, Mensch. Okay. Was ist das? Ein Datenlog. Auftauchen und zum Herrn Professor bringen. Bisschen zackig. So. Machen wir es kurz. Ja oder nein? Ja. Mit der Dekodierung des Datenlogs setze ich den Spekulationen über das Verschwinden der Virago ein Ende. Ein historischer Augenblick für SAAT. Okay, das ist doch praktisch. Das Datenlog scheint beschädigt zu sein. Es hier zu untersuchen wäre sehr riskant. Ich muss in mein Büro nach Kor. Dort wäre das kein Problem. Oh, er lädt uns nach Kor ein. Haben wir die Texte auch kennengelernt. In Kor befindet sich die Zentralverwaltung von SAAT. Ich wäre erfreut, würden Sie mich dorthin begleiten und mich bei der Untersuchung des Datenlogs unterstützen. Mhm. Ja, kann ich machen. Fühle mich geehrt. Doch, sind Sie also dann, auf nach Kor. Ich kann es kaum erwarten, die Daten aus dem Datenlog genauer anzusehen. Ich frage mich, wie so ein Ding da unter Wasser vor und sich fortbewegen soll. Empfange Zielkoordinaten von Kor. Kurs berechnet. Abtauchvorgang wird eingeleitet. Aber die Kisten da am Rand, die kommen dann nicht weg, oder? Die werden jetzt einfach so mal als Unterwassermüll entsorgt. Ja, 50 Karrierepunkte. Ich habe gewonnen. Jawohl. Und weiter. Und Missionsübersicht. Beende laufende Partie. Willkommen in der realen Welt. Erfolg abgeschlossen. Okay, gut. Dann beende ich diese Folge hier, damit wir in der nächsten Folge gleich direkt auf Kampagne Kapitel 2 eingehen können. Und zwar heißt diese Kor. Mein Name ist Ricolum. Und ich verabschiede mich hiermit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.